Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und wir sind wieder im Sora-Gebiet. Warum? Weil ich hier noch den einen oder anderen Krog gesammelt habe und gedacht habe, naja, dann können wir auch gleich... Oh, was ist das denn? Die Schreine fertig machen. Ich glaube, hier soll sowieso einer sein. Also müssen wir hier irgendetwas machen. Aber die Frage ist, was? Sollen wir einen Fisch hinlegen? Ich habe keine Ahnung. Aber da wird uns bestimmt irgendjemand irgendwas dazu sagen können. Also, ich muss mal kurz gucken. Vielleicht haben wir sogar schon einen Auftrag diesbezüglich. Das wäre toll. Ansonsten müssen wir erstmal woanders hingehen. Ist ja auch nicht schlimm. Dorf der Soras. Das Lied des Reckenfestes. Laruta hat dir das Lied des Reckenfestes vorgesungen. Vom Himmel die Lichtschuppe fällt, zu den Füßen von Sela aufgestellt. Glanzvolles Licht eine Prüfung erhält. Okay, wir sollen also eine Lichtschuppe dort ablegen. Meinen die damit einen Sternensplitter? Das kann durchaus sein, aber ich habe keinen mehr in der Tasche. Dann müsste ich erst noch einen in der Nacht suchen. Dann müssen wir später wieder kommen. Aber den kann ich suchen. In der Nacht fallen manchmal irgendwelche Sternschnuppen runter und dann können wir diese Lichtschuppen mitnehmen und dort dann zum Beispiel oder Lichtdingsbums, können wir da nutzen und können wir sie dort dementsprechend ablegen. Das heißt, wir brauchen hier jetzt noch nicht weiter zu gucken. Wir gehen jetzt erstmal zu Varuta und dann hier rüber. Gegebenenfalls finden wir dort auch nochmal einen Punkt, den wir irgendwie zu erledigen haben. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ach, wir kriegen das hin. Und wenn wir uns noch ewig dahinter setzen müssen. Nein, müssen wir ja nicht. Alles ist gut. Uns fehlen ja nicht mehr viele Schreine. Wir sind ja schon fast durch. Und dann können wir uns endlich um die DLCs, um die weiteren zwei Pakete kümmern, die sich noch ergeben haben. Einmal mit den ganzen Ex-Aufgaben und dann das Lied der Recken etc. pp. Das wird alles ganz, ganz toll. So, wo muss ich überhaupt hin? Ja, fast. Hier muss ich irgendwie lang. Ja, immer geradeaus. Gut. Wir segeln jetzt zu dem Baum da drüben und ich kann mir ungefähr vorstellen, was das für eine Aufgabe ist, aber die wird extrem schwer. Wenn es die ist, von der ich glaube, dass sie es ist. Da habe ich ja Lust drauf, doch. Und, ist sie es? Ich weiß es nicht, noch sehe ich es nicht. Wir scheinen aber nicht mehr weit weg zu sein. Hier beim Baum vielleicht? Bisschen tiefer, ich sehe überhaupt nichts. Sieht's nicht aus nach einem Schrein. Ach da. Oh, guck mal, und da ist auch unser wunderbarer Spieler wieder, den wir gleich mal besuchen gehen. Vielleicht wird er uns die Aufgabe auftun. Hi. Oh, Verzeihung, ich dachte, ich wäre allein. Aha, so treffen wir uns wieder. Ich hätte allerdings nicht erwartet, dass es hier sein würde. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in dem der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und, möchtest du das Lied hören? Ja! Mit Vergnügen legen wir los. Ein grünes Land, pulsierend vor Leben, das gekrönte Tier im vollen Lauf. Auf seinen Rücken sollst du dich erheben und die Heldenprüfung tut sich dir auf. Gut, wenn das gekrönte Tier jetzt nicht unbedingt der König der Löwen ist, dann Krone, muss es ein Hirsch sein. Das grüne Land müsste diese Gegend hier sein, aber worum könnte es sich bei dem gekrönten Tier handeln? Das ist ein Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen konnte. Und nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Dankeschön. So, wir sollen also mit einem Hirsch hier irgendwie rauf. Das bedeutet, wir gucken uns mal um, wo hier ein Hirsch ist. Vielleicht sollte ich vorher mal meine Schleichrüstung anziehen, damit es nicht gleich wieder abhaut. Das heißt, zack, zack, zack. Und die haben wir ja jetzt sowieso schon auf die letzte Stufe gebracht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall richtig gut schleichen können und uns vielleicht sogar an den Hirsch heranwagen dürfen. Problem ist, Hirsche kann man nicht zähmen. Man kann nicht einfach so vorher einen fangen und dann erstmal im Stall abgeben und im Anschluss dann nochmal wiederkommen. Nein, geht nicht. Also muss man das tatsächlich jetzt machen. Jetzt und hier. Die Frage ist bloß, wo sich der Hirsch befindet. Ich werde mal ganz kurz meinen Hammer ablegen. Obwohl, nee, ich will irgendwas anderes haben. Irgendwas Kleineres. So, das kleine Schwert reicht. Hirsche. Ziege habe ich gefunden. Hirsch bisher noch nicht. Die Frage ist, ob ich ihn denn kriege. Es soll ein gekröntes Tier sein. Das heißt nicht unbedingt eine Hirschkuh, sondern ein ganz normaler Hirsch. Und da sehe ich einen.
Ganz ruhig. Du siehst mich nicht, alles ist gut. Und du siehst schon so aus, als wenn ich dich reiten soll. Komm, 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 komm. Ich hab ihn. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, ich hab ihn. Oh mein Gott, wir haben einen Hirsch. Brav. Komm. Schneller. Braver Hirsch. Klappt. Schade, dass wir den nicht zähmen können, ehrlich. Ich meine, er ist relativ lahm unterwegs. Ich kann ihn nicht mal schneller machen. Der ist einfach so, wie er ist. Und damit ist die Aufgabe erfüllt. Damit können wir uns in den Schrein wagen. Und wenn das nicht schon die Prüfung war, dann weiß ich auch nicht. Denn für diejenigen, die nicht die Schleichrüstung haben oder sich irgendwelche Schleichtränke und sonst irgendwas hinterballern, die haben ganz schöne Probleme, einen Hirsch zu fangen. Da sind wir wirklich sehr gut dabei gewesen. Das alles vorher schon auszubauen, kann es wieder abhauen. Das gekrönte Tier ist geschafft. Und wir gehen rein in den Schrein. Denn so soll es sein. Oh, wie fein. Mies-Jo-Schrein. Na, dann gucken wir mal. Kann nur gut werden. Der Galopp ist die schnellste Laufgeschwindigkeit eines Pferdes. Ja, wenn es den Galopp hat. Das hat das Riesenpferd beispielsweise, was ich gefangen habe, nicht. Willkommen, Pilger. Ich bin super schön und wir starten mit der Prüfung. Drei Weisheiten. Drei Stück an der Zahl, okay. Hier geht's runter. Da haben wir eine Kiste, die können wir auch magnetisch runterholen. Da drüben ist ein Schalter. Wir haben da den Priester. Wir nehmen dich mal mit. Dadurch wurde irgendwas ausgelöst. Und ich habe keine Ahnung was. Gute Frage, ne? Nächste Frage. Also irgendwas hat sich so angehört, als wenn es runterfällt, aber ich weiß nicht was. Aber ich kann es mir in etwa denken. Warte mal. Gib mir nochmal den Metallblock. Nur einmal ganz kurz. Ah, damit verschiebt sich dieses Teil. Ich verstehe. Gut, dann muss ich jetzt erstmal wieder nach oben kommen. Denn das wird sich ja immer weiter im Kreis drehen, wenn ich das richtig sehe. Okay, ja, verstehe. Dann können wir das Magnetmodul noch einmal nutzen. Kommen schon mal an die Kiste ran. Aber die Kiste, die hatten wir auch schon vorher. Das wäre ja kein Problem gewesen. Die hätten wir einfach so mit dem Magnetmodul holen können. Ist eh nur ein Elektroschwert drin, brauche ich nicht. Dankeschön. So, und dann müssen wir noch eins weiter. Aber weißt du was? Die Kiste nehme ich mit. Die kann sich doch da vorne auf den Schalter stellen, oder nicht? Nicht ganz. Aber immerhin. So, dann machen wir den einmal aus. Der geht automatisch wieder an nach einer Weile. Und dann müssten wir eigentlich noch eine Runde drehen. Dann können wir die Kiste darauf stellen. Und dann müssten wir eigentlich schon beim Priester sein. Hab ich noch irgendwas verpasst? Eine andere Kiste oder so? Nö. Ich wollte sie gerade hochheben. Ja gut, okay. Geht natürlich nicht. Ach, was habe ich getan? Ja, jetzt kann ich dich nicht mal hochheben. Böse Kiste. Dankeschön. So, das bleibt offen und wir brauchen, ich weiß jetzt aber nicht warum, drei Aufgaben, drei Geheimnisse. Wie hieß der Schrein?
Drei Weisheiten, genau. Also ich wüsste nicht, was damit gemeint ist. Werden wir auch nie erfahren. Wir sind durch, mir sind egal. Hauptsache, ich habe hier meinen Priester, der mir jetzt das Zeichen der Bewährung gibt. Und wir haben wieder einen weiteren Schrein abgeschlossen, der sich in unserer Liste auftut. Sehr schön. Außerdem wurden wir voll geheilt. Das ist sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir jetzt 7. Noch ein weiteres. Und wir haben die 29 Herzen komplett. Ich wollte gerade 19 sagen, weil man immer noch so auf der Schiene ist. 10 oben, 10 unten. Nein, es sind jetzt 15 jeweils. Das ist natürlich ein deutlicher Unterschied zu vorher. 239 Crocs haben wir bisher gesammelt. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen unterwegs gewesen. Das eine oder andere hat sich noch aufgetan. Die Kiste wird entfernt. Gut. Gucken wir weiter. Hier hätten wir auch noch einen Schrein. Horonbucht. Ich weiß nicht, ob wir da so schnell hinkommen. Wir probieren es einfach mal. Wir müssen ja eh nochmal hinlaufen. Und dann kann ich auch nochmal gucken, ob uns ein Croc unterwegs begegnet. Wenn nicht, ich habe die Komplettlösung, dann gehe ich danach. Ganz ehrlich, so die Crocs zu sammeln, ohne dass man irgendwie auch nur auf irgendeine Weise eine Karte oder ähnliches hat. Völlig unmöglich. Also 900 Crocs, da wäre ich nicht bereit, die so zu sammeln. Nicht in einem Let's Play, wo wir eh noch genug zu tun haben. So sieht's aus. Was ist hier los? Von hier aus können wir einfach so rüberfliegen. Das ist perfekt. Da vorne sind noch ein paar Exalfos. Und ich muss nach da. Heißt dahin? Heißt dahin. Okay, eigentlich müsste ich also auf das andere Teil. Und dann hier oben hoch. Ja, und die Exalfos sind mir gerade egal. Auch wenn ich noch genügend Schwänze brauche. Aber die, um die werden wir uns später kümmern. Oh, 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 oh. Das wird schon. Nee, wird es nicht. Ich brauche meine Kletterrüstung. Verdammt. Es dauert zu lange. Das gibt's doch nicht. 1, 2, 3. So, letzte Chance vorbei. Und jetzt ist natürlich die Frage, was wir noch für die Kletterrüstung brauchen. Ich glaube hauptsächlich Sportpfeilchen. Entschuldigt. Ich hoffe, ich habe es rausgeschnitten. War doch ein bisschen was auf den Stimmbändern. Die Spurtpfeilchen, die sind extrem schwer zu finden. Natürlich nehme ich jedes mit, was ich irgendwo kriegen kann, wenn ich es denn einfach bekomme. Ansonsten muss ich mal gucken, ob die irgendwo verkauft werden. Denn wir brauchen insgesamt noch 30 Stück. 15 für ein jeweiliges Rüstungsteil. Und dann sind die aber alle irgendwann auf 20 Verteidigungspunkte und dann geht das auch einigermaßen. Was mich jetzt ein bisschen ärgert, ist, dass die Ausdauer immer noch nicht ausreicht, um so einen hohen Berg hier zu erklimmen. Und ich weiß nicht mal, ich muss den eigentlich auch gar nicht erklimmen. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hochkletter. Was ist los mit mir? So, dankeschön. Wonderbra und so. Och Gott, ein Hinox. Ich muss noch ein Hinox-Herz haben. Zum Aufstufen einer anderen Sache. Das heißt, wir werden uns versuchen, um den Hinox zu kümmern. Kann ich ihn... Ja, ich kann ihn verlangsamen. Sehr gut. So. Stirb, Hinox! Autsch. Okay, ich kann ihn nur... leicht... Oh, oh. Au! Ja, ich weiß, ich muss in deine Augen schießen. Ist okay. Treffer. So, jetzt rauf da. Königs-Zweihänder gibt's auch noch. Wenn wir ihn besiegen, kriegen wir einige Waffen und ich hoffe natürlich auch sein Herz. Treffer. War zu weit weg. Aber jetzt haben wir ihn. Dankeschön. Kraft des Masterschwertes geht zur Neige, ist mir egal. Königsschwert, Königszweihänder. Und da haben wir es, das Hinox-Herz. Endlich. Eines. Und wir brauchen zwei. So, kann ich noch irgendwelche Waffen rausschmeißen, die ich nicht mehr brauche? Oh ja, die Heugabel kann weg. Die kann sowas von weg. Den Hammer brauche ich gegebenenfalls noch.
Ansonsten, ja, nehmen wir erstmal das Königsschwert mit. Ist mir sowieso viel lieber als der Königszweihänder. Und damit begeben wir uns weiter in die Richtung des Schreines. Gut, wir müssen noch Leunen töten. Ich brauche noch jede Menge Leunenhörner. Das kann auch noch was werden. Wenn wir erstmal einen Leunen getötet haben, dann kann ich auf den ja immer wieder gehen nach dem Blutmond. Und dann müsst ihr auch nicht unbedingt dabei sein. Das geht. Da hinten müssen wir hin. Ja, perfekt. Wir sind auf dem direkten Weg. Ah, oh, ein Krog. Schön, dass man dich schon aus der Entfernung sieht. Komm mal wieder her. Ja. Und damit haben wir schon mit der 53 Krogsamen. Wir könnten tatsächlich demnächst wieder die Waffentasche erweitern. Und das werde ich auch tun. Ja. Braucht ihr gar nicht so zu gucken. Das machen wir. So, jetzt segeln wir noch ein Stückchen weiter. Und ich muss mich hier sowieso nochmal nach Krogs umsehen. Oh nein, schon wieder eine Aufgabe. Aber wenigstens ist der olle Klampfenspieler gleich mit dabei. Das ist gut. Der kann uns gleich sagen, was ich zu tun habe. Hallo. Na sowas? Bla 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 bla. Es ist immer dasselbe, was du sagst. Ja, es gibt auch hier ein Lied, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde. Breite vom König gewährte Schwingen. Setze den Fuß auf Land geschwinde. Und die Heldenprüfung soll gelingen. Das heißt, wir sollen uns beeilen. Nimmermüde Winde, bla bla bla. Und der Wind muss hier durch. Zähmer des Windes. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so ist wie bei Wind Waker, dass man erstmal den Wind überall durchbringen muss. Und da kommt auch Wind. Warum liegen hier so viele Steine? Hier muss ein Krog sein. Da. Mhm. Habe ich mir gedacht. Ist immer so. Hoffentlich fliegt der Stein weit genug. Ui. Oh, zu weit. Okay. Ist mir auch noch nicht passiert. Im Gegenteil. Komm. Oh. Wie weit vorne denn noch? So. Ja. Endlich. Ein weiterer Krog für uns, der sich hergeben hat. Krogsamen. Juhu. So, und dann sehen wir hier solche aufgestellten Felsdinger. Und damit wir die leichter kaputt machen, werden wir nicht mit Bomben agieren, sondern mit Bombenpfeilen. Roms. So, dann kommt der Wind nämlich hier schon mal durch. Jetzt müssen wir noch gucken, ob es irgendwo anders noch so einen Haufen gibt, den wir entfernen müssen, damit der Wind durchkommt. Gut vorstellen kann ich es mir. Da. Treffer versenkt. Okay, beides führt in die Mitte. Das ist schön. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das noch nicht war. So sieht's aus. Okay, jetzt geht der Luftstrom bis nach vorne. Zu dem Teil. Und es ist aktiviert worden. Wir fliegen jetzt einfach mit dem Wind mit bis nach vorne.
hat aber nichts gebracht. Zähmer des Windes. Die Felsen sind zerbrochen in zwei. Das ist getan. Der Wind ist gezähmt und doch frei. Im Land der nimmermüden Winde breite vom König gewährte Schwingen. Ja, das waren die Segel. Setze den Fuß auf Land geschwinde und die Heldenprüfung soll gelingen. Also nochmal hin. Hätte ich vielleicht vorher abdüsen müssen? Okay, ich muss höher. Ist das alles ärgerlich hier. Ich weiß nicht genau, wie die das meinen. Von wo aus soll ich denn kommen? Ich versuche das jetzt nochmal von ganz hinten, da einfach reinzuspringen. Wenn das auch nicht funktioniert, dann muss ich nochmal gucken. Nein, nicht ins Wasser. So, Linky Boy, jetzt aber. Werden wir jetzt von hier aus fliegen? Ach so, vielleicht soll ich auch mit dem Tuch selber landen. Das kann sein. Das können wir auch noch probieren. Also es wird der letzte Versuch sein, wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Dann kann ich uns nicht weiterhelfen. Dann müssen wir nochmal sehen, wie wir das machen. Huhu. Nein, mit der anderen Parts. Und dann wieder ins Wasser. Du bist so ein Intelligenzbolzen. Vom König gewährte Schwingen. Das sind sie. Aber steht ja auch nirgendwo, dass hier irgendwie ein Startpunkt ist oder so, ne? Ich werde da jetzt nochmal versuchen zu landen. Ohne vorher das Segel einzuholen. Ja, das war's. Darauf muss man auch erstmal kommen. Man freut sich, man ist schneller unterwegs, weil man den ja einfach bloß loslässt und dann muss man ja nicht ewig lange runtersegeln. Nein, man muss das Segel tatsächlich bis zum Ende behalten. Okay. Zähmer des Windes geschafft. Shiota-Schrein. Und damit haben wir auch wieder einen weiteren Portpunkt hier weiter im Osten, wo wir ja nicht ganz so viele Portpunkte hatten. Das ist schon mal ganz praktisch. Da fällt mir ein, wir haben noch einen weiteren Schrein oben rechts bei Akala. Gehen wir auch nochmal hin. Ich glaube, hier ist die Prüfung sogar schon geschafft. Ja, yeah. Sehr gut. Shiotas Schrein. Feuergroßschwert brauche ich nicht, danke. Aber das Zeichen der Bewährung, das brauche ich und das nehme ich und das fordere ich auch ein. Es muss sein. Guck mal, aber eins ist sicher, wir brauchen keine 120 Folgen für 120 Schreine. Im Gegenteil, wir sind relativ fix dabei und haben jetzt, glaube ich, Folge 88, 87, 89, ich habe keine Ahnung. Irgendwie so und sind jetzt schon bei 108 Schreinen. Also wenn wir so weitermachen in dem Tempo, dann schaffen wir es sogar noch vor den 100. Folgen. Und davon gehe ich fest aus. Wenn wir jetzt immer so 2 bis 3 Schreine machen. Das geht. Das ist okay. Wobei, wir müssen vorher ja auch nochmal ins Schloss Hyrule. Denn da ist ja auch noch ein Schrein. Das heißt, es könnte sich noch ein bisschen verzögern, ziehen, wie auch immer.
So, wir porten nochmal zu der Insel, wo wir bereits waren. Da habe ich auch schon mal alle Crocs soweit gesammelt. Da hatten wir den Schrein schon gemacht. Und dann segeln wir rüber zu dem nächsten Schrein. Das ist dort bei dieser Schnecke, die wir gesehen haben, die so in das Wasser hineinfließt. Und da müssen wir mit einer Kugel einmal komplett die Schnecke herlang herumlaufen, ohne dass uns die Kugel abhanden kommt. Und dadurch, dass da andauernd Exalfos durch die Gegend laufen, ist das natürlich nicht so einfach. Das hat ja auch keiner gesagt, dass das Spiel einfach ist, oder? Weil einfach ist. Hier soll es demnächst gewittern. Auf Gewitter habe ich jetzt keinen Bock und auch nicht auf irgendwelche Octorocks. Deswegen laufen wir einfach mal am Schrein vorbei. Habe ich noch irgendwas Metallenes? Ja. Erstmal das Schwert. Da müssen wir was anderes nehmen. Nehmen wir erstmal die Lanze, die Waldlanze. Und ja, ganz normalen Falkenbogen, das ist okay. Dann kann uns nichts passieren. Oh, wir sind aber noch ziemlich weit weg. Ich glaube nicht, dass ich das mit dem Segel schaffe. Oder? Ach nee, hier ist die Schnecke. Das heißt, wir müssen gar nicht so weit segeln, ne? Top. Oh nein, ich habe doch gar keine Energie. Gott, was bin ich blöd. Ich hoffe, ich kann noch weit genug fliegen. Oh, verdammt. Da war ja was. Okay, komm, lass mich fallen, ist egal. Das eine Herz, das dann verloren geht, oder ein halbes Herz oder so, keine Ahnung. So, geh unter. Danke. Segeln wir nochmal mit voller Energie. Kommt besser. Vollem auch weiter. Meine Lieben, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich werde mich zu der Ruine da unten begeben und dort werden wir dann auch gleich anfangen. In der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich. Ach kommt schon Leute, mit einem Abo kann El Presidente noch viel mehr feiern.